Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind heute zu dritt, wir haben einen Praktikanten bekommen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Marcel, der geht Mais häckseln. Hallo. Viel Spaß, Abfahrt. Der Mike tut Silo verdichten hier. Hallo. Und ich werde Kompost machen. Oh Gott, das kann nicht sein. Du möchtest Kompost machen? Ja, haben wir einen Anhänger? Ja, haben wir. Du bist Abfall. Danke dafür. Ich muss weg. Ja, gib mal Gas. Das Lohnunternehmen wartet, glaube ich, auf dich schon. Ja, die sollen. Halt. Ja. So, was ist heute das Thema in der heutigen Folge? In der heutigen Folge? Welches Thema haben wir heute? Ja, es gibt eine neue Version von Hof Bergmann. Die werden wir vielleicht draufnehmen. Zur nächsten Aufnahmesession. Danke, sage ich. Entschuldigung, dass gestern am Samstag keine Folge kam. Haben wir leider nicht geschafft aufzunehmen rechtzeitig. Ja, weil ich noch nicht da war. Ja, ich war noch in Hamburg. Ich war nicht zu Hause, ich habe gegrillt. Ich war noch in Hamburg. Unterwegs, Abschlussfahrt, endlich. Essen ist wichtiger, somit. Ja. Das heißt für mich noch ja. Wie war's Essen? Wunderbar. Ist das so? Häckseln die schon? Ja. Ja, ist schon dran, ey. Auch schon mal alles hinter. Passt mehr rein. Ich glaube, ich park mal hier in einem Praktikanten. Ja. Alter, was das ist geil. Das Stroh fließt automatisch raus, wenn du drunter fährst. Was hast du denn gedacht? Ja. Weil ich das so angeschaltet habe. Was hast du angeschaltet? Perfekt. Ach so, ja da. So, jetzt fahre ich anders noch runter. Das ist ordentlich aus. Jetzt hat. Ja, dann, wenn ich nach wie vor mit dem Silo Plus fertig bin, was jetzt in 4 Wochen sein wird, wird ein neues Projekt kommen. Das war die Schwatzingen. Werden wir da V2 machen oder noch nicht? Wenn die V2 bis dahin raus ist, ja. Okay. Also ich bin eben. Wir haben nur noch 2 Tage Schule, bin ich fertig mit meiner Schule. Ja, ich hab noch ganz 3 Jahre. Was? Ja. Was heißt, du bist jetzt in der 7. Klasse oder bist du irgendwie auf dem Gymnasium, dass du 12 Jahre machen? Nein. So schlau bin ich jetzt auch nicht. Also so wollen wir es machen. Schlau? Oder hattest du einfach nur keine Lust auf Schule und bist zweimal sitzen geblieben? Nee, 8-mal. Ah. Ist gar nicht logisch, aber. Eigentlich bist du schon 45, oder? Die Schule hatte. Ey, wir stehen hier mit 3 Traktoren auf dem Feld, beziehungsweise 2 stehen und einer fährt. Und nichts geht voran, kenne ich. Aber ich werde ja als für Stunden bezahlt, ne? Boah, ja, bei mir? Ja. Ja, auf welches Konto ist das die Frage? Aber das ist LU auch, das ist das Problem. Ja, deswegen, Metas machen. Desto mehr Metas, desto besser ist das. Soll ich auch schon mal irgendwas anderes noch machen? Erstmal steht nichts anderes an, das ist das Lustige. Ja, Moment. Soll ich mich noch mit dem... Also ach, ich ruf mal gerade das Labu an, gell? Jo. Mach das. Hallo. 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 Wir haben ja einen Abfahrer bei euch stehen, das heißt 2 Abfahrer würden reichen. Könnte von euch dann jemand Feld 2 pflügen, ist mir egal wer, ist egal wie, auf geht's, Abfahrt, ciao. Ja, wer ist Feld? Feld 2. Hast du mit? Ja. Jo, gut. Klar. So, ich hab jetzt, ich glaube, jetzt kommt der Praktikant vom NU und pflügt für uns. Ja, der Praktikant steht noch hier rum, der fährt jetzt aber glaube ich weg. Ja, der holt jetzt einen Flug. Alter, ein 6R mit Front, das ist ja mega hässlich. Kommt denn schon jemand auf den Hof? Nö, aber der Praktikant fährt jetzt gerade weg. Nee, der Praktikant fährt jetzt gerade einen Flug holen. Was ist hier los? Warum stehen die da jetzt gefallen? Ist ja schlecht, aber vorne zurzeit 2 Lohnhunder, beziehungsweise 3. Und einer steht die meiste Zeit nur da rum. Da ist ja besser, wenn ich nur da rumstehe, weil ich werde ja auch zahlen.
Du wirst gar nicht bezahlt, du bist Mitinhaber des Hofes. Ich merke gerade, die Reifen vom Ladewagen sind gar nicht auf dem richtigen Stand. Sondern auch. Doch, ich hätte da vielleicht doch nur mal einen Kompressor anschalten. Also solange der Feld noch voll ist mit Tank, ist alles in Ordnung. Wollte das LU nicht mal Ballen stapeln aus unserem Feld? Haben sie immer noch nicht gemacht. Eigentlich. War da nicht mal was? Da war was. Ist schon ein bisschen her, dass ich den Auftrag erteilt habe, glaube ich. Man kommt denn jetzt schon mal ein. Ja, der eine ist jetzt hier unten lang gefahren, aber. Ja, der Chris hat sich gerade, glaube ich, verfahren. Wir sind auch einfach gleich schon fertig. Nicht mehr viele Bahnen. Nö. Wir haben mehr Unkraut als alles andere. Wir haben alles an, ja. Unkraut weiß ich gar nicht, aber glaube ich haben wir auch an. Ja, Unkraut ist auch an. Ja, dann stellen wir. Auch da fährt ein Praktikant mit einem. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Warum fährt der Praktikant mit einem Tausender? Nee, der Praktikant fährt mit einem 6R, aber mit einem 3 Meter Flug. Also, das war mir klar. Das war mir klar. Welches Feld muss er noch pflügen? Das 2 oder was? Ja, ja, 2. Mit 3 Meter. Ja, viel Spaß habe ich damit. Alter Schwede. Soll ich ihm beim Pflügen helfen? Vielleicht, die werden ja eh nach Stunden bezahlt, somit könnte ich eigentlich auch pflügen. Ja, kannst du machen. Wenn ich wüsste, wo unser Flug steht, kann ich das machen, ja. Ja, wir haben das keine, oder? Wir haben Flug. Marcel, wo hast du den hingeschmissen? Das ist jetzt 2 Wochen näher. Eine Woche. Eine Woche, weiß ich doch nicht. Musst du gucken? Ja, ich such mal. Ja, wo hab ich den hingestellt? Ich war halt irgendwann nicht kühl. Ja, ich schau grad. Ach nee, der ist bei den Hühnern. Bei den Hühnern? Ja, da bei den Hühnern war da im Stall. Da an der Schweine. Michael, wissen du gerade? Da wo Michael ist, glaube ich, gerade ist. Da wo Michael ist. Ja, da steht er mit dem Gewicht. Ah. Oh, stimmt, da stand ja das Gewicht, da habe ich ihn reingestellt. Ich habe aber keine Fronthydraulik. Ja, deswegen, ich hatte eben Gewicht gesucht, weil. So, dann müssen wir aber schnell so das Gewicht. Du hast aber einen Frontlader, das geht. Ja, ja, aber ich muss das Gewicht da wegbekommen. So, sieht schon komisch aus. Der Tausender Feld ist einfach ein Meter breiter wie der Ladewagen. Marcel, was macht das Feld? Okay. Es sind noch ein paar Bahnen. Marcel, hast du gelesen? Ich hab eine E-Mail bekommen. Wir machen das Tor immer zu, ey. Ja, ich weiß es auch nicht. Das mache ich jedes Mal wieder auf. Ich glaube, das Tor hat sich gegen mich verschworen. Glaube ich auch, so. Ich schreibe den Mann E-Mail zurück. Was bringt eigentlich dieser Silo-Hopper? Ich habe es nämlich bis jetzt nicht kapiert. Der Silo-Hopper? Du meinst der Fermentierer? Nein, die Kleinen, da wo in der Garage steht. Ach so, um Kalk und so und Dünger und Saatgut einzulagern. Lol. Du meinst doch diesen Überladewagen da? Ja, diesen Anzulagen. So, alle Zuschauer, die gerade drin sind, zu sehen, einen Praktikanten, der von einem 5-Scharf-Flug 2 Schare durchs Gras läuft. Weil. Arbeitsbreite wird ja nicht optimiert. Einer vom LU ist jetzt unterwegs. Mit einem Tausender, gell? Ja. Da kommen dann 42 Kubik. Ach du Scheiß. Ja, das dauert dann noch ein bisschen, denn der schafft ja nicht alles.
Ich bin gespannt, ob der Praktikant mitbekommen hat, dass ich hinter ihm fliege auch. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt gleich einen Hack rein. In die Front. Okay, Hack ist. Nee, er hat mich gesehen, glaube ich. Ja, er lässt mich vorbeifahren. So wie ich die LU-Praktikanten kenne, haben die jetzt laut Mutti an und wissen nicht, was wer hinter ihm fährt. Also es dauert 10 Stunden, bis der Fanladewagen voll ist. Aber es dauert gerade mal 2 Minuten, bis meiner voll ist. Bist du schon voll, oder was? Ich bin bei 50% schon bei 2 Bahnen. Das heißt 4 Bahnen und ich bin voll. Ja, das ist halt der Unterschied, gell? Der hat doppelt so viel Fassungsvermögen wie du. Was rein theoretisch gar nicht sein könnte fast. Also doppelt so viel, das freut mich ja sowieso. Der hat 42 und du hast 23, fast doppelt so viel. Ja, aber der hat doch die Stirnwand, der kann dann nochmal ein bisschen mehr verdichten. Alter, jetzt kommt der Justus, muss schon noch was schaffen. Der hat ja die Ding, da, wie heißt der noch? Die hydraulische Stirnwand, der kann dann noch ein bisschen mehr pressen. Ja, hast du nicht? Nee, hab ich nicht. So, jetzt sieht es hier gar nicht mal so schlecht aus. Das will ich hier fabrizieren. Okay, ich lasse ein bisschen was stehen, aber den kleinen Fleck sollte jetzt nicht ankommen. Mal schauen, ob der Praktikant jetzt versteht, was ich hier vorhabe. Ja, er fährt mir hinterher. Wunderbar. Jetzt bin ich ja bei. Jetzt bin ich ja im. Der schießt aber auch ganz schön auf die Straße. Nicht geschaut, einfach Gas und auf die Straße raus. Wunderbar. Wer? Ja, das ist der Lu? Der Justus. Ja, ja. Glaubt er, ist jetzt schief gelaufen. Lol. Oh Gott, nein. Was ist das für eine Scheiße? Noel. Ja. Irgendwie hat er das Häcksel gut so, hingepackt, ne? Ja. Dass ich jetzt hier festhänge. Du hast dich jetzt festgefahren mit dem Schiebeschild. Nein, nicht mit dem Schiebeschild, ohne. Warum fährst du ohne Schiebeschild? Nein, ich verdichte, weil wenn ich Schiebeschild hinten dran habe, dann beim Verdichten, dann nimmt das alles wieder auf. Nicht, wenn du es ganz hochstellst. Und außerdem tut man erst schieben und dann verdichten. Und wenn man verdichtet, ist alles gerade schon. Rein theoretisch gesehen. Ja, rein theoretisch. Der hat mir aber alles hinten gekauft. Ja. Da musst du halt so machen, dass es passt. Es sind schon 73% verdichtet, also alles gechippt. Also ich glaube, unser kleiner Johnny hier, der muss auch mal ausgetauscht werden. So schlimm? Fast keine Leistung. Doch. Oh. Marcel, wie geht's beim Wechseln? Ja, geht mal ran. Voll? Ja, das kann man wieder. Ah, wunderbar. Fährst du so vor, Marcel, bitte? Dann reicht besser für dich. Bitte was? Gib's einfach mal so hin, dass ich das überdichten kann. So schalte ich mich gleich wieder fest. Sollst du so hinkippen, damit du es gleich verdichten kannst? Ja, langziehen, kein Haufen. Ja, weil der Herr Justus hat ja gerade schon Haufen gemacht. Ja, weil man das normal macht und dann der mit dem Schiebeschild das wegfährt. So, mal kurz was drehen. So, okay. Jetzt kommt meine Fahrskills gleich wieder.
Aber in diesem Sinne sage ich, danke fürs Reinschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr vom Praktikanten sehen wollt, dann werden wir mal ein bisschen dem Praktikanten zuschauen. Dann schreibt es in die Kommentare rein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.